Hallo, liebe Leute, hier ist euer Vorhis82 mit einem weiteren Video vom Lego Wahnsinn. Und heute ist wirklich der Wahnsinn im Haus, wirklich wahr. Denn wir bauen heute die 7930 zusammen und das ist nämlich der kopfgeldige Assault Gunship. Und dieses Teil hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben. Dieses Modell habe ich das allererste Modell, was ich mir eigentlich ausgesucht habe, um wirklich alles zu finden, also von diesem ganzen großen Pott noch, und habe da wirklich extrem lange dafür gebraucht. Dann habe ich es auch so weitestgehend geschafft gehabt, dass alles zusammen war, und es war aufgefallen, es fehlen noch ein paar Teile, also gut, noch einmal alles zusammengepackt, gut. So, dann habe ich das Video schon mal angefangen zusammenzubauen, auch da stellte ich fest, scheiße, es fehlt noch mehr, also gut. Dann halt noch einmal gesucht und habe wirklich ein Teil gefehlt, was ich wirklich nirgends mehr gefunden habe. Aber es ist dann eben bei Schwarz mit aufgetaucht, Gott sei Dank. Ja, und das bauen wir jetzt mal zusammen. Ich hoffe jetzt inständig, dass jetzt wirklich alles komplett ist, weil ich will dieses Schiff endlich mal zusammengebaut sehen. Es ist wirklich extrem cool, nämlich. Und ja, mal gucken, ob es funktioniert. Ich bin gespannt. Und nun viel Spaß mit dem Zusammenbau von dem Kopfgeldjägerschiff.
und hier ist das Modell vom Kopfgeldjäger Gunship. Und was soll ich sagen? Es haben immer noch Teile gefehlt. Gut, dass ich die ganze Zeit jetzt unten im Keller gelagert habe, denn es haben wirklich noch einige große Platten noch gefehlt. Ich weiß nicht, was ich da gesoffen habe, dass ich hier wirklich alles komplett vergessen habe. Aber das Ding schaut schon richtig Bombe aus, wie ich finde. Wirklich sehr, sehr stark auf jeden Fall. Allein schon hier vorne schon mal das Cockpit, kann man hier oben aufklappen. Und dann hier auf die Seite geht ja auch noch aufzuklappen. Also es schaut wirklich echt cool aus. Auch auf der anderen Seite geht es natürlich auch. Ah, fuck. Und gleich mal hier gemacht. Herzlichen Glückstrumpf. Aber mit einem Klick ist alles wieder zusammen. Ja, so schaut es aus. Wirklich wahr. Und dann noch richtig toll ist auch noch hier eben dann die Steuerung hier oben. Und dann seht ihr auch, es geht hier auf und zu. Und hier oben ist dann eben dann ein, ja, eine kleine Kiste drin mit, ja, Inhalt, also mit so einem Energiekern. Kann man rausnehmen, hier klappt es auch. Also es ist wirklich ein ganz tolles Schiff, wie ich finde, macht wirklich was her. Leider immer noch fehlen ein paar Teile hier oben. Die weiteren, ja, ja, Munition, zumindest die Laserkanonen fehlen hier oben noch. Kommt aber noch im Laufe des Tages noch dazu. Denn wie gesagt, ich habe jetzt halt keinen Bock gehabt, noch eine Runde zu rennen, jetzt zum x-ten Mal. Denn ich war jetzt insgesamt dreimal unten im Keller, um irgendwas zu holen. Aber es schaut wirklich echt toll aus. Und endlich ist das Nemesis-Projekt für mich, dieses Schiff endlich fertig, Gott sei Dank. Denn das hat mir wirklich extrem viele Nerven gekostet. Ja, auf jeden Fall ganz tolles Schiff. Kauflink unten in der Videobeschreibung, wie immer. Und bis demnächst, euer Forsten80, tschüss mit Ü und Beep.